Wir machen ja tolle Sachen hier oben. Alleine wenig von den Gästen, die heute Abend hier sind, in den letzten Wochen hier schon gesehen haben. Das ist Donnerheuschel. Ich freue mich ganz besonders. Jetzt habe ich eine riesen Gänsehaut. Das ist vollkommen untypisch, weil ich mache das ja häufig. Aber heute ist wirklich das absolute Highlight für mich persönlich. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend ganz besondere Gäste haben. Und das zeigt aber auch, wie wir funktionieren. Wenn es um die richtigen Dinge und die richtigen Menschen und die richtigen Themen geht, dann geht es schnell. Manchmal schneller, als meine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gucken können. Und wir haben richtig Tempo gemacht. Da haben wir eine hervorragende, einmalige Chance, heute Abend hier wirklich viele tolle Menschen und auch langjährige Freunde zusammenzubringen. Kike, kommst du mal zu mir? Ich sehe dich schon ein bisschen weinen. Du, liebe Kiki, wir haben ja auch schon auf Balsam und wir auch schon mal zusammen mit Delphine therapiert, uns therapiert, ne? Mich therapiert, ja, ja. Es war mein Geburtstag, ich weiß es noch. Und wir wissen, was das bedeutet. Du hast viele Freunde, die ja dein Thema, was du wirklich auch in den Fokus gebracht hast, trotz aller schwierigen Rahmenbedingungen für dich persönlich, du hast dem Thema Raum gegeben, du hast meinen Platz gegeben, Heimat gegeben. Und du hast uns angesteckt von der Idee, wo es darum geht. Und das steht ganz, ganz wichtig heute hier auch im Fokus. Schön, dass du mich angerufen hast und hast gesagt, wollen wir, können wir, ich habe folgende Idee. Und ja, dann kommt Nomi. Soll ich? Ja. Ich glaube, lass uns teilhaben an deinen Gedanken und Gefühlen, auch wenn es gerade ein bisschen anstrengend ist. Aber sehr emotional. Ja. Erstmal schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Und danke auch von meiner Seite, dass Sie heute Abend hier sind. Danke an dich. Du hast etwas geschafft, was ich nicht für möglich gehalten hätte, nämlich Bank, menschlich, modern, empathisch und sexy zu machen. Jetzt muss ich meine Aufsichtsrate anrufen. Ja, Sie dürfen gerne klatschen dafür. Ja. Es gibt Events und Events, lieber Markus, und das hier ist ein von Herzen getragenes Event. Und wenn du mich bittest, ein bisschen zu erzählen, warum ist diese Ausstellung heute hier, dann geht es zurück auf die Gründung einer Hilfsorganisation, die ich mit Hilfe von wunderbaren Menschen über 25 Jahre tragen durfte und die Delphin-Therapie salonfähig machen durfte. Und auf dem Weg findet man ja immer besondere Menschen. Und ein besonderer Mensch steht hier zu meiner Linken. Kommst du zu mir? Eine der ersten Botschafterinnen von Dolphin Aid. Vielleicht erzählt sie Ihnen nachher privat mal, was ihre Verbindung zu Delfinen war. Auf jeden Fall ist sie diejenige. Auf jeden Fall ist sie diejenige, die die Class of 2000, so nenne ich es, geleitet hat. Und wir hatten einen Ausflug auf die Bahamas. Und dort habe ich eine wunderbare Frau kennengelernt, die dann 23 Jahre meine Freundin war und deren Leben wir heute in deinen Bildern feiern. Hommage an Tatjana Patitz. Und das tun wir mit Menschen, die uns ebenfalls begleitet haben, die hier sind, weil sie sie sind. Barbara, danke dir dafür. Und euch allen, die hier seid. Daniel Opitz, hebst du mal die Hand? Du warst auch Class of 2000. Ihr Lieben, es ist ganz schwer, das jetzt weiterzutragen. Sie ist nicht mehr da, aber ihre Schönheit, die sie innen und außen hatte, dieser ganz besondere Mensch, der lebt weiter. Sie war ja ein Weltstar, wie wir dann festgestellt haben. Also ich war völlig konsterniert, dass sie in Ennis in den Abendnachrichten gebracht haben. Etc. In deinen Bildern lebt sie und
wie wir gesagt haben auf der Einladung, niemand ist es besser gelungen, ihre Seele und ihre Schönheit besser einzufangen als ihr. Tatjana hatte zwei Lieblingsfotografen. Mit dem einen schruft sie jetzt im Himmel, das war Peter Lindberg, und die zweite steht neben mir und du bleibst gefälligst hier unten. Sonst wird die Party da oben bald lustiger als unsere hier unten. Ja, also Nomi, ich muss auch sagen, ich habe es ja schon bei meinem Podcast gesagt, wo ich dann mitbekommen habe, du hast ihn gehört. Das ist alles immer. Ja, das wurde mir übermittelt. Das ist alles eine Frage der Perspektive. Man muss nur richtig hingucken. Und ich habe auch im Nachhinein gelernt, Kiki, als ich ja meine Delfintherapie bei dir hatte, das war ja genau der Märzmonat, wo im selben Hotel Tatjana war. Die war mit mir zusammen. Ich wusste ja, da ist jemand. Du hältst ja diskret dann auch den Mund und vielleicht Mensch von Sehen kennst du ihn. Aber ich war natürlich total beeindruckt von dieser tollen Location, von den ganzen Vibes, die ich mitgenommen habe, die Gespräche mit dem Therapeutenteam, Nubia, meinem Delfin, mit dem ich gesprochen bin, das werde ich nie vergessen. Aber Nomi, du hast diese ganzen Momente, die hast du so wunderbar eingefangen. Das ist ja mehr als nur der richtige Blick. Da ist ja eine Tiefe drin. Wir haben uns eben hier teilweise schon unterhalten. Ein Bild ist aussagekräftiger als das andere. Und du hast ein Ausnahmetalent, diese Blicke einzufangen und uns quasi das auch plastisch vor Augen zu führen. Und das war auch der Grund, weshalb wir sofort gesagt haben, das machen wir. 6 Wochen, genau, ich glaube 6 Wochen haben wir gebraucht, bis wir das heute geschafft haben. Wir hatten noch ein paar andere Kunst-Events. Ich habe den Moritz Morbach da gerade gesehen. Ne? Und den Joshua habe ich irgendwo gesehen. Wir haben so ein paar andere Events hier nur hergeschoben, ein bisschen, um Raum zu schaffen. Und mein Team hat gefragt, meinst du das wirklich? Wollen wir das wirklich noch machen? Ich sage, ja, für einen Abend sowieso zu wenig. Die Bilder müssen bleiben. Siva, herzlich willkommen, unsere Haus- und Hofkünstlerin. Mit Peace and Love, aber auch deine Bilder mussten wir leider weghängen. Siva, sieh es uns nach. Wir mussten Raum schaffen für ein ganz besonderes Model, eine Schauspielerin, eine ganz extrem wunderbare Persönlichkeit und Raum schaffen für eine Fotografin, die weltweit einen sehr, sehr herausragenden Ruf hat und die diese Momente eben für uns einfangen kann. Und ich sage Nomi, darf ich das jetzt schon sagen, Kiki? Dass wir auch hier noch die Möglichkeit haben, für den guten Zweck was zu ersteigern. Aber ich würde erstmal Nomi erzählen lassen, wie sie Tatjana kennenlernen. Ja, das macht er. Ja, Nomi, wie war das? Das war 1991. Da habe ich für Yoshi Yamamoto in Paris gearbeitet, für mein Modelabel. Und Tatjana war eben einer der Highlights, die natürlich mit ihrer Pure Magic Nature und mit ihrer Präsenz, mit Seele und Herz, also sie war eigentlich immer eine Einheit mit sich selber und hat nicht das Außen gefüttert, sondern ist immer nach innen gegangen und hatte eine unglaubliche Strahlkraft und ich will auch sagen eine Reinheit, die sie dann mit ihrer Schönheit für die Modewelt getragen hat. Und ich glaube, sie ist die Einzige, die sich treu geblieben ist, sage ich mal, im Herzen, ihre Verbindung zur Natur, zu den Tieren und so weiter. Und diese Begegnung mit ihr war halt sehr magic natürlich. Und später, als ich an einem gewissen Punkt in meinem Leben war, wo ich nicht wusste, wie ich weiterkomme, durch einen schweren Unfall, und dann bin ich auch zu den Delfinen gekommen und. Dann ist ein Wunder mit mir passiert. Es gibt viele Wunder in meinem Leben, aber mit den Delfinen haben sie angefangen, passend zu deinem Titel. Jeden Tag ein kleines Wunder.
Und habe ich auch in dem Zusammenhang Timmy kennengelernt. Und das alles hat mich dann sehr, sehr bewegt. Und mein Dankeschön für meine Heilungsimpulse, für die Kraft, die ich für die Selbstheilung bekommen habe. Ich sage, dafür muss ich Dankeschön sagen. Aber wusste noch nicht wie. Und dann habe ich eben... ich wusste nur, es geht in Richtung Delfine, aber was mache ich mit den Delfinen, dass es wieder in eine richtige Richtung kommt, was mit Heilung zu tun hat. Weil natürlich im offenen Meer und Daniel muss jetzt auch mal hierher kommen. Wir wollen auch einmal Tempo haben. Okay. Sprache ist jetzt nicht immer so, ich bin jetzt ein bisschen jetzt aus dem, dieses Dankeschön, wie kann das aussehen und dass es mit Heilung so in Verbindung steht. Und ich hatte einen Urmoment eigentlich mitten im Pazifik mit einem Delfin. Und der ist zu mir gekommen und dann ist mit mir was passiert. Und dann, weil ich mich professionelle Delfintherapie interessiert habe, recherchiert habe, dann bin ich zu Dr. David Nathanson gekommen, Florida, und voll in das Herz von Kiki und Timmy gefallen. Und dann wusste ich, da geht mein Dankeschön hin. Und dann habe ich alle Menschen, die eine Verbindung zum Meer haben, eben auch Tatjana und zu Tieren, die hatte eine besondere Verbindung schon zu den Delfinen, weil sie in Malibu, wo sie gelebt hat, auch im offenen Meer mit Delfinen geschwommen ist. Und habe mir ganz zielbewusst die Menschen dazu geholt, die dann das ermöglicht haben. Auch kleine Menschen. Auch kleine Menschen, genau. Kira. Hier gibt es eine Behind the Scene, da kann man so ein bisschen eintauchen in diese Welt, wie das Ganze entstanden ist. Und dieses Dankeschön hängt jetzt hier. Es ist zumindest jetzt, was die Delfine betrifft und Dolphin Aid. Wir haben zwei große Kampagnen fotografiert, 2000 und 2001, mit Weltmeistern aus der Surfer-Szene, die auch sehr mit Delfinen verbunden sind, und mit Daniel Opitz von Ocean Mind, mein Brother Whale, aber der heißt auch sonst Brother Whale, aber es ist mein Spezieller, der heute hier wieder vom Universum runtergekommen ist. Wir haben jetzt viele Jahre nicht gesehen. Dankeschön, dass du da bist, Daniel. Also, er hat die Unterwasserregie mitgeleitet und die Assistenz, und das war alles. Sieht alles ganz einfach aus, aber war es nicht. Und aber das Allerwichtigste war das Dankeschön. Und dass damit natürlich auch viel für Dolphin Aid Aufmerksamkeit und Medienaufmerksamkeit etc. entstehen konnte. Und und jetzt ist Tatjana, auch jetzt hier, das spüre ich, und Timmy auch, Kira ist hier unten auch, diese Engel, und in meinem nächsten Leben will ich auch Engel werden. Das war nicht schön. Ja. Deshalb bist du so besonders, und du hast gestern was Schönes gesagt, sind nur echte Menschen gerade unterwegs. Und das ist was ganz Schönes. Und wir feiern heute das Leben von Tatjana. Die Amerikaner sagen Celebration of Life. Und sie war eine coole Socke, mal unabhängig von der Schönheit ihrer Seele und dem Rest, war sie eine coole Freundin. Ist natürlich ziemlich blöd, wenn du Kiki Kunert bist und bist mit Tatjana Patitz und Barbara Becker
befreundet, da musst du schon echt was machen, also Haare glätten und so. Und darf auch nicht fett werden. Und Barbara hat mir versprochen, das mit den Oberarmen zu machen, hat sie nicht gemacht. Ja, also ich habe den Rotkohl gemacht, aber ich habe mir den Schal. Und das musste ich machen, damit es hier nicht zu tragisch wird. Die Geschichte geht weiter und deshalb haben die kleinen Kinder von damals, von der Klasse aus 2000 Bahamas Fotoshoot, eine Hilfsorganisation gegründet. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wo die wohnt und wer die Gründung unterstützt hat. Weiß ich auch nicht ganz genau, auf jeden Fall. Wir können gleich alle nochmal rausgehen, da ist ein Messingschild an der Tür. Der Gründungsort war damals vor der Sanierung hier noch ein bisschen anders aus. Timmy and Friends, also dein Bruder, liebe Ikea. Ich fand das eine sehr, sehr gute Weiterentwicklung. Du hast gesagt, du möchtest auch in Dankbarkeit für all das und auch quasi in weiser Voraussicht für all das, was noch kommen wird, möchtest du eine Stiftung ins Leben rufen, damals mit ein paar Kommilitonen von dir. Schüler, die waren alle klein, die waren, glaube ich, so gerade 18. Wir hatten das Problem mit der formellen Gründung, wir brauchen ja 7 Vereinsmitglieder. Die wohnten alle nicht in Deutschland. Nee, die waren alle international, aber wir haben Lösungen, wir denken, wir haben Lösungen gefunden und die Stiftung, beziehungsweise der Verein, den gibt es dann hier, der ist hier zu Hause und wir unterstützen und ich freue mich natürlich auch, dass du heute hier bist. Katharina hat noch gefragt, ob Kira wohl kommt. Ich sage, na klar, mit Kira kommen, weil wir werden quasi in die Next Generation auch heute Abend denken. Darf denn Nomi unterstützen? Das, was wir mit Dolphin Aid, und da waren wir alle Botschafter, Barbara, du bist immer Botschafterin gewesen, Nomi ist Botschafterin gewesen, ich habe immer nur gesponsert, aber... ist auch nicht so schlecht. Nee, war nicht schlecht. Wir auch? Ja, wir echt? Ah, gut, ich habe ja eine lange Warteliste, aber wir reden da heute Abend mal über die Speech-Strecke. Also, wir wollen heute Abend auch einen Impuls senden nach morgen. Und wir haben ja in unserer Perspektivveranstaltung als Bank in diesem Jahr hatten wir hier 4 Künstler. Wie muss ich das jetzt richtig sagen? Innen? Ja, mit Sternchen und einem Pipapo. Und es war die Juliane, die war dann auch als erstes hier mit einem tollen Kunstevent abend. Und dann, lieber Moritz, haben wir hier deinen so jungen Geburtstag reingefeiert. Dein schönes Kunstwerk, was du uns zum 225-jährigen Jubiläum quasi kreiert hast, hängt ja hier oben an der Garderobe. Also wer noch Lust hat, ein Original Morbach zu bekommen, der Moritz hat mal die Hand hoch. Das ist der attraktive Mann hier in der Mitte. Morbach kann nur gekauft werden, wenn wir die Ausstellung nehmen. Ja, das brauchen wir ja sehr. Moritz, ich komme gleich, entschuldige. Joshua ist auch hier, den habe ich auch gesehen. Ich weiß noch nicht, wo er ist. Da ist Joshua. Joshua, schön, dass du heute hier bist. Von dir haben wir ein Bild bei Donnerreuschel Online zur Versteigerung. Und das Höchstgebot aktuell ist, glaube ich, bei 59.000 Euro. Das ist toll. Es ist aber für auch einen guten Zweck. Es geht nämlich in die Nachhaltigkeit. Der Professor Gege vom Baum ist hier, den habe ich eben auch gesehen. Eine Organisation, die auch sehr förderungswürdig ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben überlegt, was kann man jetzt tun für Timmy and Friends, wenn wir hier heute Abend großes Klassentreffen, alle Delfine und Engel haben. Und ich kann ja beidseitig betteln, bei dir um die Veranstaltung, bei Nomi um die Versteigerung, das geht. Ja, und dann wollten wir das Ganze nutzen, um Timmy and Friends zu unterstützen für all die vielen Themen, die förderungsbedürftig sind. Ich kann wirklich sagen, insofern ist das ja auch eine himmlische Fügung, dass ich mit Tatjana Weiß zum selben Zeitpunkt vor Ort war. Ich habe damals eine Vorlesung gesehen, wo wissenschaftlich untersucht wurde, dass die Delfintherapie sogar wissenschaftlichen Prüfungen standhält. Muss ich sagen, eine tolle Arbeit. Ich habe sie dann auch gelesen. Und ich habe auch gemerkt, wie dein Team mit so viel Leidenschaft unterwegs war. Die Kollegin kam aus Miami angeflogen und hat Therapien gemacht. Dann kamen wieder die anderen. Der eine ist auch Daniel, der sieht nicht so gut aus wie du, aber der war quasi der permanente Therapeut. Ja, das ist klar, Typfrage. Auf jeden Fall muss ich sagen, man merkt einfach Liebe, Leidenschaft, Herz
Leidenschaftlichkeit und Engagement. Und Donnern Reuschel oder bei uns? Nein, bei uns beiden. Und ich habe vor allem gesehen, wie ein Kind, was ja schon zum dritten Mal in der Therapie war, wie dieses Kind mit einer schweren Einschränkung, sage ich jetzt mal, ja, behindert sind wir alle, ja, aber das muss ich sagen, mit einer schweren Einschränkung, mit welcher Lebensfreude die Eltern mir berichtet haben, die kamen aus USA, was diese Delfintherapie mit dem Kind macht. Also ich muss wirklich sagen, das muss jeder eigentlich selber erleben, um zu verstehen, wie es wirklich ist. Und ja. Nomi weiß das, Barbara weiß das und Kiki Kehrer sowieso. Und wir haben überlegt, was machen wir heute? Sollen wir heute Abend hier versteigern? Ich sage, nein, wir fangen an. Wir können gerne anfangen. Und Nomi war ja so großzügig, dieses hervorragende Exponat uns für diesen Anlass zur Verfügung zu stellen. Aber ich habe eins gelernt in der Pandemie und in der ganzen Zeit, online sind wir noch stärker. Wir können anstecken, nicht nur mit Corona, sondern mit guten Ideen, mit Mut, mit Inspiration, mit Positiven, mit Energie. Und lasst uns einfach diese Vibes in die Breite tragen. Und das werden wir online machen. Wir werden also, heute Abend werden die ersten Gebote hier gerne angenommen, aber wir werden die nächsten Wochen online dieses wunderbare Bild versteigern, zugunsten, liebe Kira, von Timmy and Friends, und dir die Verantwortung geben, dies dann auch mit Leben zu füllen, so wie ihr das bei Timmy and Friends macht. Schön, dass du jetzt endlich nach vorne kommst. Ja? Die junge Generation, die hat ja so eine Armversteifung, die läuft ja nur noch so rum. Hatte ich einen Auftrag. Ja, ja, alles klar. Aber schön, dass wir dich auch mal hier so menschlich haben. Jetzt haben wir die Jungen verdeckt. Also, es geht an Timmy and Friends. Das geht jetzt zeitnah bei Donna Reuschel wieder dann online und auch natürlich über deine ganzen Kanäle, alles, was ihr habt. Und wir wollen möglichst viel zusammensammeln, um dann nochmal richtig ein Budget zu haben, um nach vorne zu kommen. Und ich kann nur sagen, wir als Bank sind schon mal direkt mit dabei. Der Moritz kennt das ja auch schon. Wir fangen mal mit 5.000 Euro an, die Donna Reuschel mal in den Ring schmeißt, also Erstgebot. Und bisher sind immer Kunstobjekte hier geblieben. Ja, also das muss ich immer sagen. Markus ist Sammler. Ja, wir sind Sammler, aber macht da bitte alle mit. Und ich glaube, wenn sich das ansteckt, vielleicht gibt es da noch mehr Möglichkeiten. Ich glaube, der Abend dient der Kommunikation, der Inspiration und vielleicht entsteht am Ende wie immer was Großartiges. Vielleicht ist es auch noch wichtig für die Beteiligten hier heute Abend zu wissen, dass Timmy and Friends, du hast kein Mikro, deshalb sage ich es mal, den Erlös der Versteigerung dem Projekt Cancer Kids in Tatjanas Sinne zukommen lassen will. Also es geht um krebskranke Kinder, die nach der konventionellen Behandlung ins Leben zurückfinden dürfen, ihre Traumata überwinden, Schmerzen und Schlaflosigkeit. Kleinste Depressionskinder gibt es auch, die haben das, wenn die das gehabt haben. Und da möchte Timmy and Friends einsteigen. Ja, Nomi, jetzt kommst also, du. Also, in Bayern sagt man, auf wie geht's? Auf wie geht's? passt schon. Danke. Ja, also, lasst uns anstecken. Und viel Energie in die guten Dinge bringen. Gebote nehmen wir vier an. Ja? Und wir werden vielleicht heute Abend nochmal so eine kleine erste Hochrechnung geben. Und die Slideshow auf dieser wunderschönen Leinwand, die läuft durch. Lasst euch inspirieren. Und Nomi, musst du noch was sagen? Wozu? Okay, also, dann geht's los jetzt. Danke. Ja, gleich. Hört auf, einfach macht die Augen zu und hört auf eure Herzen. Und dann kommt eine Antwort. Und dann ist alles richtig und dann kann das Bild zu den Kindern fliegen und helfen und Leid lindern. Wow.